Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu MeinTV unterwegs Spezial Ratgeberrecht. Unser heutiges Thema Betreuungsunterhalt und nach wie vor steht mir Rede und Antwort Matthias Amberg. Herr Amberg, was für Konsequenzen hat denn jetzt diese neue Rechtsprechung? Also die Konsequenzen sind eigentlich katastrophal, wenn ich das so deutlich sagen darf. Denn wir müssen jetzt der Mandantin sagen, die alleinerziehende Mutter ist von meinetwegen zwei Kindern im Alter von 3 oder 4 Jahren, sie müssen ab sofort arbeiten gehen. Das hat mit der Realität relativ wenig zu tun. Es ist zwar noch okay, wenn die Kinder im Kindergarten sind, denn da habe ich ja geregelte Zeiten eigentlich. Ich habe keine 13 Wochen Schulferien und so weiter. Aber wenn das Kind dann in die Grundschule kommt, 1. Klasse, am Montag Schulschluss um 9.45 Uhr, am Mittwoch um 10.15 Uhr, wenn der Lehrer da ist, dann 13 Wochen Schulferien. Ich kenne keinen Arbeitgeber, der eine alleinerziehende Mutter zu diesen Arbeitszeiten einstellt. Allerdings hat die Rechtsprechung gesagt, ich muss Fremdbetreuungsmöglichkeiten nutzen. Das heißt, es gibt zwar keine Kindergartenpflicht, aber unterhaltsrechtlich gibt es genau diese Pflicht. Es gibt auch die Pflicht für den alleinerziehenden Elternteil, zum Beispiel die Kinder in die Mittagsbetreuung zu geben, ob ich das will oder nicht. Also durch diese Änderung der Gesetzeslage und Änderung der Rechtsprechung greift der Gesetzgeber und das Gericht konkret in den Familienalltag, in das Familienleben der alleinerziehenden Mütter mit ihren Kindern ein. Was bewegt denn diese Menschen, solche Urteile zu sprechen? Also ich habe es vorhin schon gesagt, haben die tatsächlich keine Kinder? Sind die weltfremd oder auf was basiert denn sowas? Also das Gericht ist natürlich an die Gesetzeslage gebunden. Das heißt, wir müssen einen Schritt vorher gehen und müssen den Gesetzgeber fragen, was hat dich, lieber Gesetzgeber, bewegt, das so komplett radikal zu ändern? Die Antwort darauf ist relativ einfach. Es wurde nämlich festgestellt, dass natürlich alleinerziehende Eltern, also Mütter oder Väter, früher arbeiten gehen. Die gehen schon vorher arbeiten, bevor das Kind 15 Jahre alt ist. Das ist richtig. Aber jetzt zu sagen, ab dem 3. Lebensjahr muss entsprechend die Mutter oder der Vater arbeiten gehen, das entspricht halt nicht auch dem Betreuungsbedarf des Kindes. Denn ein 3-jähriges Kind hat, und da brauche ich kein Jurist zu sein, um das festzustellen, sondern erlangt eigentlich der gesunde Menschenverstand einen höheren Betreuungsbedarf als ein 17-jähriger Jugendlicher. Sie haben ja im Vorgespräch die Geschichte von der Mutter mit den Zwillingen erzählt. Ich möchte, dass Sie das den Zuschauern auch erzählen. Ja, Gott sei Dank waren es keine Drillinge. Also es war folgende Sachverhalt. Eine alleinerziehende Mutter von Zwillingen hatte Unterhaltsansprüche geltend gemacht. Und ab dem 3. Lebensjahr hat dann das Gericht gesagt, okay, wir haben eine neue Gesetzeslage, du Mutter musst arbeiten gehen. Das Besondere an dem Fall war, nachdem die Mutter Zwillinge gehabt hat, war sie sogar noch in der Elternzeit, das heißt, sie musste gar nicht arbeiten gehen. Es gab keinen Kindergartenplatz, das war dem Gericht in dem Moment egal. Der hat gesagt, es kann ja entsprechend die Schwägerin bzw. die Schwiegermutter aufpassen auf die Kinder, dass natürlich aufgrund der Trennung das Verhältnis zur Schwägerin und zur Schwiegermutter sehr gestört war, um das mal vorsichtig auszudrücken, wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Und das sind dann solche Entscheidungen, die man dann in der Tat nicht akzeptieren kann. Es war Gott sei Dank eine Entscheidung von einem Amtsgericht, sodass ich in das Rechtsmittel gehen konnte. Und das Oberlandesgericht hat das dann entsprechend auch richtig angepasst. Und Sie haben gesagt, Gott sei Dank keine Drillinge, weil dann hätte das dritte Kind ja auf die beiden anderen Kinder Exakt. Aufpassen können. Also diese Geschichte ist hanebüchend, aber letztendlich auch großartig, weil Sie ja für solche Fälle dann letztendlich einspringen. Haben Sie das Gefühl, dass es immer nur ums Geld geht und dass gar nicht so sehr das Wohl von Kindern im Vordergrund steht? Also natürlich geht es bei der Frage vom Unterhalt um wirtschaftliche Interessen. Das Schlimme ist allerdings, dass durch die jetzige Gesetzeslage und durch die jetzige Rechtsprechung das Kind in den Mittelpunkt gerät und auch zum Spielball der Eltern wird. Denn es gibt die Möglichkeit, aus Billigkeitsgründen diesen Betreuungsunterhalt über das 3. Jahr hinaus zu verlängern. Was ist ein Billigkeitsgrund? Zum Beispiel ein erhöhter Betreuungsbedarf des Kindes. Das heißt, ich muss jetzt im Unterhaltsverfahren argumentieren, das Kind hat einen erhöhten Betreuungsbedarf, weil es zum Beispiel unter der Trennung leidet, weil es ja Aufmerksamkeitsprobleme hat und so weiter. Wenn das allerdings bestritten wird, müssen plötzlich familienpsychologische Gutachten eingeholt werden, die man vom Sorgerechtsverfahren kennt. Die müssen jetzt allerdings auch im Unterhaltsverfahren eingeholt werden. Und das ist eigentlich der eigentliche Skandal, dass ich durch diese geänderte Rechtsprechung
jetzt das Kind in das Unterhaltsverfahren mit rein zwinge praktisch. Und so ein Gutachten ist ja auch eine Belastung für das Kind. Und ich glaube, die Kinder von getrennt lebenden Eltern haben genügend Probleme, mit dieser Trennung klarzukommen. Wenn sie dann jetzt auch noch über den Unterhalt involviert werden in dieses Verfahren, ist es genau diese Konsequenz, vor der viele, viele Fachleute gewarnt haben, bevor schon diese Unterhaltsreform in Kraft getreten ist. Also um das nochmal ganz deutlich zu sagen, es gibt ja viele Diskussionen, da geht es dann um den Ehegattenunterhalt, naja, die will ja nicht arbeiten, die will nur mein Geld. Also das sind ja alles so Themen, die sehr klischeehaft sind und auch sehr emotional ablaufen. Aber hier geht es ja wirklich um eine Art Bezahlung für eine Mutter, die sich um ihr Kind kümmert. Die macht sich ja nicht einen Lenz damit. Also sie kann ja in der Zeit kein Geld verdienen. Was denken Sie, können Sie von Ihrer juristischen Seite aus tun, um dem so ein bisschen ja entgegenzuwirken, auch in Richtung Gesetzgeber? Also wenn ich das vielleicht nochmal aufgreifen darf, es geht eigentlich um Gerechtigkeit. Denn man muss sich auch überlegen, jeder Ehegatte hat eine gewisse Erwerbsobliegenheit. Bloß diese Erwerbsobliegenheit geht natürlich nicht ins Uferlose. Wir haben sogar das Arbeitszeitgesetz. Das heißt, mehr als 48 Stunden in der Woche sind nicht geschuldet, sind gar nicht erlaubt. Aber da kommt eine Mutter doch locker drüber. Wollte ich gerade sagen. Wenn ich mir den Alltag einer alleinerziehenden Mutter oder eines alleinerziehenden Vaters anschaue, der ist ja dreigeteilt. Es fängt morgens an mit dem Wecken von den Kindern, Frühstück machen und so weiter, die Kinder in die Schule bringen, Kindergarten bringen. Dann habe ich den Arbeitsalltag, sprich 8 Stunden normale Berufstätigkeit. Und dann geht es aber weiter. Während der andere Ehegatte nach 8 Stunden Arbeit die Füße hochlegen kann, den Fernseher anmachen kann oder seine Hobbys frönen kann, bei der Mutter schaut es anders aus. Die muss entsprechende Kinder vom Kindergarten, von der Schule abholen, muss entsprechend Mittagessen kochen, muss kochen, bügeln, waschen für die Kinder und muss sich um die Hausaufgaben kümmern. Das wird ja von der Schule heutzutage verlangt. Und wenn ich das alles zusammenrechne, dann komme ich weit über diese 48 Stunden, die vom Arbeitszeitgesetz ja als zulässig, als höchst zulässig bezeichnet worden sind. Ich möchte da natürlich ganz kurz einspringen. Es gibt natürlich auch Papas, die ganz viel mithelfen und die sich diesen Alltag teilen. Aber wir sprechen jetzt hier wirklich über Menschen, die sich getrennt haben und wo nur ein Elternteil da ist. Und nochmal die Frage, was können Sie als Jurist tun, um da ja positiv einzuwirken? Also wir müssen wesentlich fleißiger sein als vorher. Denn wir müssen diesen Betreuungsbedarf und diese Doppelbelastung quasi darstellen. Betreuungsbedarf des Kindes auf der einen Seite, dass wir in der Tat genau hinschauen müssen, wie geht das Kind mit dieser Trennungssituation um? Gibt es einen erhöhten Betreuungsbedarf? Auf der anderen Seite muss ich diese Doppelbelastung des alleinerziehenden Elternteils darstellen. Das heißt, meine Mandantin, meine Mandanten müssen wirklich Tagebuch führen. Und da erschrecken manchmal die Mandanten selbst, wenn sie feststellen, wie viele Stunden sie in der Tat unterwegs sind, beschäftigt sind, bis sie mal selbst zur Ruhe kommen können. Das muss allerdings alles schriftsätzlich vorgetragen werden. Ich muss es konkret vortragen. Und dann muss ich einfach einen mutigen Richter oder Richterin finden, die da in der Tat nachdenkt, was das denn eigentlich bedeutet. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich so ein Tagebuch führen muss, dass so ein Kind ja auch letztendlich nicht als Kind, sondern als Job wahrgenommen wird, wenn ich das minutiös aufführen muss. Wie viel ich jetzt fürs Kind gemacht habe und wie viel für meinen Job. Haben Sie das Gefühl, dass die Kinder nicht immer im Mittelpunkt stehen? Sie haben von psychologischen Gutachten gesprochen. Sie müssen darauf achten, wie die Kinder damit umgehen. Sie müssen ja eigentlich auch sowas wie eine kleine psychologische Ausbildung haben, um das einschätzen zu können. Also wir müssen natürlich schon schauen, wie sind da insgesamt die Bedürfnisse. Und ganz offen gesagt, ich will das beim Ehegattenunterhalt, wenn es also um die Erwachsenenebene geht, die Kinder so weit wie möglich rausgehalten werden. Das heißt, da sollen in positiver Hinsicht die Kinder gerade nicht im Mittelpunkt stehen. Und von der psychologischen Ausbildung haben wir Juristen alle nicht. Das ist vielleicht auch oft ein Manko, gerade im Familienrecht. Dafür gibt es aber dann entsprechend familienpsychologische Gutachten, die das ganz genau begründen und auch erkennen können. Ich merke aber in diesem Gespräch, dass Sie nicht der reine Jurist in diesem Fall sind, sondern ja ein Anwalt mit Herz letztendlich. Ja, müssen wir. Also im Familienrecht geht es um menschliche Schicksale. Es geht um Sorgerecht, es geht um Unterhalt, es geht um Existenzängste und da müssen wir natürlich auch darauf reagieren und natürlich versuchen, es auf eine sachliche, fachliche Ebene runterzubringen, aber wir dürfen nie vergessen, dass es um Menschen geht.
Ich hoffe, dass Sie das immer, immer beibehalten und auf ganz viele Richter treffen, die genauso denken. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Danke Ihnen auch, liebe Zuschauer. Vielen Dank ans Team hinter der Kamera. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.